So, jetzt fährt er ab. Ausfahrt mit 60, glaube ich. Der Güterzug ist ja vorgefahren. Jetzt steht ja noch einer. Voll Graffiti drauf, habe ich fotografiert auch ein bisschen. Jemand hat mir geschrieben, das sollte man nicht liken, aber es geht jetzt nicht um den Waggon. Ich fotografiere immer ein bisschen Graffiti. Ist zwar scheiße, aber trotzdem. So, der Talent ist weg. Ich warte noch ganz kurz. Falls dieser Zug jetzt hier gleich wegfährt. Man weiß ja nie, wann er wegfährt, ne? Ich kann euch ein bisschen hier zeigen, hier Graffiti. Überall, also finde ich echt unverschämt, was manche Leute da machen. Manche Waggons gehen ja noch, aber diese silbernen sind ganz neue Waggons. Die sind nicht, die sind ungefähr seit 2010 in Betrieb, denke ich, oder auf jeden Fall nicht lange. Diese silbernen sind die neuen und diese braunen sind da die ganz alten Waggons. Ja, was mir passiert ist, wollte ich gerade noch erzählen. Deswegen bleibe ich auch noch länger da. Nicht, dass ich es wieder vergesse. Ja. Finde ich auch etwas blöd, was gerade passiert ist. Ich habe den Talent so gefilmt, ne? Ich werde das aber rausschneiden, Leute. Ich habe den Talent gefilmt, dann... Ne, ich habe doch damit gerechnet, dass es passiert. Weil... Was, ich weiß auch nicht. Also, ich grüße jetzt nicht oder so, weil ich finde das einfach nicht okay. Es hat mich schon ein bisschen aufgeregt, manchmal. Weil... es ist so... Ich war im Bahnsteig, habe den Talent gefilmt, wie er einfährt, ne? Dann kommen... 2 Meter von meiner Klasse raus, ja, und sagen meinen Namen natürlich, ne? Aber habe ich alles rausgeschnitten, werde ich rausschneiden, weil ich muss ein bisschen auch die Videos bearbeiten. Ich werde das rausschneiden, weil das brauche ich nicht im Video haben. Und ich bin gespannt, ob der gleich losfährt. Ich denke aber schon, dass der noch hinterherfahren wird. Und es ist mir gerade das passiert. Die sind einfach rausgestiegen, haben meinen Namen gesagt. Ich habe mich natürlich total erschrocken, weil auf einmal jemand was gesagt hat. Oder sie haben voll laut geschrien eigentlich so. Ja, aber ist mir auch egal. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso eine Überwachungskamera da oben ist. Also, ist ja eine Überwachungskamera. Warum, weiß ich nicht. Kann das sein, dass der gleich losfährt? Ich hoffe es einfach mal. Weil der muss ja auch irgendwann losfahren. Der Lokführer kann ja nicht die ganze Zeit da in der Lok bleiben. Aber was macht bitte ein Lokführer, wenn er die ganze Zeit aufs Signal wartet? Zockt er, schaut er auf sein Handy, aber da bin ich mir schon sicher. Oder er telefoniert mit der Zentrale. Kann ja auch gut sein. Ja, ich kann aber noch ein paar Fotos davon machen. Habe ich eigentlich schon gemacht. Jetzt habe ich... Ja, auf jeden Fall ist halt... Was ich gerade noch erzählen wollte... Er hat grün, Leute! So, Leute, der Zug fährt jetzt ab. Zum Glück habe ich noch gewartet. Mir ist gerade was passiert, habe ich schon im letzten Video schon erzählt, jetzt erzähle ich es weiter. Ja, auf jeden Fall, was ich echt unverschämt finde, ist einfach das hier. Hat jetzt nicht mit dem Zug zu tun, aber Leute, sind da 2 Meter rausgekommen, die mich kennen. Klar, ich werde oft angesprochen, weil ich halt schon so bekannt bin. In der Schule halt zumindest. Unter den besten YouTubern bin ich schon, denke ich. Ja, es macht da kein Mensch in der Schule YouTube. Außer noch ein Freund, aber der hat nicht mal 100 Abos. Okay, fast. Jetzt gibt er Gas. War 2 grüne Lichter. Sieht man jetzt nicht so gut, aber das heißt 60. Ja, was ich weiter erzählen wollte, das mache ich noch ganz schnell, Leute. Ich erzähle ganz kurz was. Ist mir gerade passiert, dass 2 Mädchen rausgestiegen sind, meinen Namen gerufen haben. Habe ich ja schon gesagt im letzten Video. Wenn ihr es nicht gesehen habt, Link ist in der Beschreibung. Ja, auf jeden Fall ist es halt so. Sie haben mich halt gesehen. Dann habe ich so gesagt, ey, was macht ihr da? Und sie haben dann nichts gesagt. Ist mir aber Wurst. Ich weiß es eh, was sie gemacht haben. Ich weiß es eh. Ich kann es so erahnen, Leute. Ich weiß es eh. Erstens. Warte mal. Auf jeden Fall. Es waren 1 Meter von der anderen, eine von der anderen Klasse und eine von meiner. Egal. Und erstens, was ich nicht gut finde. Jeder denkt, ich mag sie, was nicht stimmt, aber ist mir auch Wurst.
Ich weiß nicht, das denkt einfach jeder, aber ist mir auch scheißegal. Ja, und zweitens, ich weiß nicht, ich weiß eh, was die gemacht haben. Ich weiß, die gehen immer shoppen. Sie gehen nicht in die Schule, aber shoppen gehen sie, ne? Sowas finde ich echt. Ich bin voll der fleißige Typ. Ich gehe jeden Tag in die Schule. Das ist keine Lüge. Ich gehe jeden Tag in die Schule. Ich kann das ja morgen der Lehrerin sagen. Das in die Stadt können die fahren, aber in die Schule gehen sie nicht, oder was? Das ist ganz unbedingt, ey, was soll denn das hier? Aber es ist wirklich so, Leute. Shoppen gehen sie, aber in die Schule nicht, ne? Also sowas finde ich unverschämt. Und dann auch noch rumschreiben in die Filme. Nein, sie wollen nur ein Video sein, sie wollen nur Fame haben. Sage ich schon gleich. Ich schneide das raus, die können mich am Arsch, ey, tut mir leid, aber es ist wirklich so, es regt auf. Wenn ständig reden, ständig, sie sehen mich ständig in der Schule auch, aber ja, ist mir auch Wurst, was die denken. Ich werde dir morgen das echt sagen, wieso schreien die einfach, aber ich schneide das raus, ich kann ja schneiden, Leute. Ich werde die Videos ein bisschen besser schneiden. Was ist denn jetzt los hier? So, Leute, das war's für heute und dann bis morgen, ciao.